Ich sage ja so richtig den Dreh raus. Weiß ich noch nicht. So. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge für den September geben. Und ich muss sagen, der September ist genauso schnell rumgegangen wie der Oktober. Ich dachte mir nur so, what? Wo ist der Monat hin? Das geht doch gar nicht. Naja, egal. Das ist ja auch völlig wurscht, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und wir beginnen wie immer mit denen, die ihr schon kennt. Und zwar hätten wir zum einen von Samantha Young, The Real Thing, Länger als eine Nacht. Ach, dieses Buch war so schön. Oh, und jeder, der gerne Liebesgeschichten liest, dem kann ich immer wieder nur sagen, lest Samantha Young Bücher, sie sind so gut, sie sind so toll und oh, sie schreibt so tolle Charaktere. I love it, I love it, I love it. Also, lest diese Bücher und die Sonne kommt rum. Seht ihr das? Oh. Muss ich dann ein bisschen die Kamera noch drehen. Ja, aber erstmal Samantha Young. In diesem Buch geht es ja um Jessica Huntington und Jessica Huntington ist Ärztin und ja, denkt so, sie lebt ein relativ gutes Leben. Sie hat eine Affäre mit einem Chirurgen und arbeitet in der Gefängnisanstalt als Ärztin und ja, findet dann dort eines Tages Briefe und mit diesen Briefen ändert sich alles. Mehr möchte ich zum Buch nicht sagen. Wenn ihr genauere Infos wollt, schaut mal bei meinem Video dazu rein. Ich verlinke es euch oben in der Infokarte. Das nächste Buch kennt ihr auch schon und zwar ist es dieses hier, Wald der Wunder von Jacqueline Fellgut. Auch hierzu habe ich schon eine Rezi gemacht. Ich verlinke sie euch auch hier oben in der Infokarte wieder. Und ich muss sagen, dieses Buch war auch wirklich sehr, sehr schön und es war eine schöne Geschichte und ja, ich mochte die Protagonistin Lea wirklich sehr, sehr gerne und was mir hier sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass es mal eine Geschichte war, die in Deutschland spielt. Sie spielt im Schwarzwald und zwar muss Lea auf Geheiß ihres Chefs an den Rande des Schwarzwalds fahren. Da hat ihr Chef so eine kleine Berghütte mit so einem Grundstück und er möchte dort mit seiner Frau Urlaub machen und Lea soll halt dorthin fahren, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwelche Reparaturen anfahren und so. Ja, auf jeden Fall lernt Lea dann dort, wo sie dort ankommt, Finn kennen und ja, auch mit Finn ändert sich alles in Leas Leben. Und mehr möchte ich zum Buch auch nicht sagen. Wie gesagt, wenn ihr nähere Infos wollt, schaut in der Rezi einfach mal vorbei. Ich verlinke sie euch in der Infokarte. Aber es war ein sehr, sehr schönes Buch. Ich freue mich schon auf das neue Buch von Jackie. Kann ich schon sagen. Ich weiß schon, worum es geht. Und ich freue mich schon. Ja, dann habe ich noch gelesen Dare to Love 5 von Carly Phillips. Lieben und lieben lassen. Dazu habe ich ja auch die Woche die Rezi hochgeladen. Auch die verlinke ich oben nochmal in der Infokarte. Ihr wisst Bescheid. In diesem Buch geht es um Olivia Dare. Also in dieser gesamten Reihe geht es ja um den Dare-Clan, also die Familie Dare. Und in diesem Buch geht es jetzt um Olivia Dare. Sie ist eine von den Schwestern, von den Jungs, die wir die Geschichten schon hatten. Und sie ist schon immer, oder sie hat sich schon immer zu ihrem Arbeitskollegen Dylan hingezogen gefühlt. Aber da man ja Arbeit und Privat eigentlich immer trennen sollte, ist da nie mehr draus geworden. Und ja, Dylan hat sich jetzt aber ein Herz gefasst und möchte Olivia erobern, nachdem Ian, der Bruder von Olivia, mit seiner Angestellten verheiratet ist und mit der auch ein Kind bekommen hat, denkt er sich jetzt so, okay, wenn die das können, mache ich das auch. Ich erobere jetzt ihr Herz und darum geht es in diesem Buch. Und ich muss sagen, das war leider der für mich bis jetzt schwächste Teil der Reihe. Es war eine süße, niedliche Geschichte. Es ist schön zwischendurch zu lesen. Aber die Geschichte hat mich jetzt halt nicht umgehauen. Da war halt für mich halt nicht sehr viel Drama war jetzt nicht drin und es muss ja nicht auch immer alles überdramatisiert sein, aber es war halt hier einfach so, dass für mich dieser ganze spannende Aspekt, was in den anderen Büchern mit drin war, der hat hier irgendwie ein bisschen gefehlt, deswegen war es jetzt nicht ganz so mein Favorit von der Reihe, aber ich freue mich schon auf die nächsten beiden Bücher, da weiß ich auch schon, um wen es geht und ich bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall mit der Reihe. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich gewonnen und zwar ist das Daughter of Darkness von Bianca Iosivoni, ihr wisst Bescheid, Infokarte, Rezi dazu, ne? Ja. Dieses Buch habe ich bei ihr gewonnen und ich habe mich so riesig gefreut. Ich bin ja ein großer Fan von Bianca Iosivoni. Ich habe ja die Promises of Forever Reihe gelesen, ich habe Hunters gelesen und ja, Daughter of Darkness wollte ich auch schon die ganze Zeit mitlesen. Habe aber irgendwie, ne, ihr wisst wie, das ist 20 Millionen Reihen, möchte man lesen, man kommt irgendwie nicht da dazu. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch gewonnen habe. Das ist der zweite Teil der Daughter of Darkness Reihe. Der erste heißt Scarlet, der zweite heißt Sydney. Man muss jetzt aber nicht zwingend den ersten Teil gelesen haben, um den zweiten lesen zu können, weil die Bücher schon zusammengehören, aber unabhängig voneinander die Geschichten sind. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch, oh, es war so gut. Es war so gut. Es hatte ja auch nur 230 Seiten, aber was auf diesen 230 Seiten passiert ist, Wahnsinn. Wahnsinn. Es hat mir so gut gefallen und Hunter und Sydney sind so ein explosives Gespann. Die sind so ein tolles Paar. Was die beiden miteinander da machen, das ist, ah, es ist so gut und es ist so schön. In diesem Buch geht es um Sydney Pierce und Sydney ist auf der Flucht vor der CIA. Und
Eines Tages lernt sie in einer Bar Hunter kennen und zwischen ihr und Hunter ist sofort diese bestimmte Chemie und sie denkt sich, ach scheiße, ich bin eigentlich auf der Flucht, ich darf niemandem trauen, aber der Typ ist so toll und ach egal, komm, für eine Nacht nehme ich den mir mal mit nach Hause. Ja, doof nur, dass Hunter sie dann verhaften möchte. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden und am Ende ist alles ganz, ganz anders wie gedacht. Und ja, ich kann nur sagen, oh, wer gerne romantische Actionbücher liest, sollte sich Daughter of Darkness auf jeden Fall angucken. Ich werde mir jetzt den ersten Teil auf jeden Fall noch mitbestellen, Scarlet. Ich möchte den auch lesen, weil der zweite mir so mega gut gefallen und deswegen wird es jetzt für mich den ersten auf jeden Fall noch mitgeben bei der nächsten Buchbestellung. Ich muss nur gucken, wann die ist, weil diesen Monat ist Buchmesse im Oktober. Das sieht so ein bisschen mau aus in der Bücherkasse, ne? Aber egal, auf jeden Fall steht der erste Teil der Daughter of Darkness Reihe definitiv ganz weit oben auf meinem Kaufenzettel. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, gerade wenn ihr so auf ein bisschen stärkere Protagonistinnen steht. Also wenn ihr Charaktere mögt, die ein bisschen stärker sind, die wissen, was sie wollen und die auch so ein bisschen Kick-Ass sind, dann solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. Ich fand das richtig, richtig gut. Ich kann euch das nur empfehlen. Es war ganz, ganz toll. So. Kommen wir jetzt zu den Büchern. Ihr seht, die Sonne kommt immer weiter rum. Ich muss mich beeilen. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die ihr noch nicht kennt. Also die ich noch nicht gelesen habe und noch nicht irgendwie in die Kamera gehalten habe. Und zwar hätten wir einmal Dämonentochter, verzaubertes Schicksal. Das ist der fünfte und letzte Teil der Dämonentochter-Reihe von Jennifer Armentrout. Ich freue mich schon riesig auf dieses Buch. Es hat jetzt 1,5 Jahre gedauert, ehe dieses Buch erschienen ist. Der vierte Teil, ja, doch kam letztes Jahr im Anfang letzten Jahres kam der vierte Teil raus und es hat jetzt so wahnsinnig lange gedauert, ehe dieses Buch endlich kam und jetzt freue ich mich, jetzt habe ich es und jetzt werde ich es bald lesen und ah, es ist so gut und es geht hier immer noch um Alex und Aiden und Seth und dann geht es immer noch um die Götter, die die Menschheit unterjochen wollen, dann gibt es immer noch die Dämonen und dann ist ja immer noch diese spezielle Verbindung zwischen Alex und Seth, ich weiß gerade nicht mehr, diesen Sentinels genau und ja, da geht es ja immer noch darum, die Menschheit zu retten und rauszukriegen, was mit den dreien jetzt eigentlich genau ist und ah, ich liebe diese Reihe, ich finde sie so gut und Alex ist so eine tolle Protagonistin und ich bin schon so gespannt jetzt auf den letzten Teil und ich freue mich, den jetzt auch bald zu lesen. Das nächste Buch lese ich gerade aktuell, wie ihr sehen könnt an dem kleinen Schnibbel hier. Und zwar habe ich das jetzt angefangen zu lesen, The Cage Entführt von Megan Shepherd. Ich habe dieses Buch netterweise vom Heine Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe bis jetzt nur Gutes über dieses Buch gehört. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auf Seite, also ich bin noch sehr am Anfang, auf Seite 25, ich habe die ersten 3 Kapitel jetzt ausgelesen. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Es geht hier darum, dass Cora eines Tages mitten in der Wüste aufwacht und sie hat keine Ahnung, was eigentlich los ist. Sie war gerade noch mit ihrem Bruder im Auto gesessen und hat sich gefreut auf einen Familienurlaub und auf einmal wacht sie in der Wüste in fremden Klamotten und hat keine Ahnung, was los ist. Und dann läuft sie so ein Stück die Wüste lang und dann entdeckt sie auf einmal, also sie steht auf so einem Dünenkamm und entdeckt dann halt, dass neben reihum andere Vegetationen sind. Also hier gibt es dann Schnee, so eine Schneetundra, dann gibt es hier ein Meer und dort gibt es so eine Obstform, sag ich mal. Und das passt eigentlich alles auch gar nicht zusammen. Und ja, sie versucht dann herauszufinden, was das Ganze jetzt zu tun hat, warum sie dort ist und was jetzt eigentlich genau los ist. Und trifft dort auf Lucky. Und man merkt sehr, sehr schnell, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, dass Lucky und Cora eine gemeinsame Vergangenheit haben, von der Cora allerdings nichts weiß. Und ja, das ist alles bis jetzt sehr, sehr spannend und ich freue mich schon sehr drauf, dieses Buch jetzt weiterzulesen und ich bin gespannt, wie es weitergeht und ja, ich finde auch das Cover so unheimlich gut. Och, seht euch mal dieses Cover an, ich finde das so toll mit diesen Augen und I love it. Das Cover liebe ich jetzt schon, also wirklich und das ist ja auch hier so ein bisschen, das ist so, die Augen hier so reflektiert, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Buch jetzt weitergeht. Dann habe ich ebenfalls vom Verlag netterweise zur Verfügung gestellt bekommen, das werde ich dann danach als nächstes lesen, Haus der Tausendspiegel von Susanne Gerdom. Hier geht es ja um die Hexe Anik, die das Geheimnis der Familie de van Leeuwen lüften soll und dabei verliebt sie sich so ein bisschen in die zwei Jungs und zwar einmal Gabriel und Daniel oder Daniel und ja, muss sich dann am Ende entscheiden für einen von beiden, denn hier hinten steht drauf, sie kann nur einen retten und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, es hört sich sehr, sehr gut an, es hört sich nach einer romantischen Liebesgeschichte mit ein bisschen Fantasy an und das ist ja genau mein Ding und deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Buch, wie gesagt, das werde ich dann gleich als nächstes verschlingen, wenn ich mit The Cage fertig bin und ja, werde euch berichten, wie es ist. Das Cover finde ich auch echt cool. Also hier vorne, das
zeigt schon so ein bisschen so den Inhalt, ne? Weil es geht um irgendwelche Spiegel und Magie und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. 3 Bücher haben wir noch und die Sonne, ihr seht, die Sonne kommt langsam immer weiter rum. Dann ist noch bei mir eingezogen der 2. Teil von der Gilde der Jäger Engelszorn. Das habe ich von der lieben Niki bekommen. Vielen Dank, liebe Niki. Und den ersten Teil hat sie mir auch geschickt, den hatte ich aber schon. Den habe ich dann an die liebe Annika weitergeleitet, damit die auch mein Nalini Singh Buch liest. Und ja, das ist der 2. Teil der Gilde der Jäger. Ich kann mir zum Inhalt nicht sagen, weil ich habe jetzt auch den ersten noch nicht gelesen und ich möchte mich jetzt gerade nicht selber spoilern. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich liebe die Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh und deswegen freue ich mich auch schon sehr, diese Reihe dann endlich zu lesen. Und ich gucke schon wieder die ganze Zeit auf den Bildschirm und nicht in die Kamera. Wie blöd ist das denn? Ah! Ja, auf jeden Fall Engelszorn, ich bin gespannt. Dann hat mir die liebe Niki noch geschickt von Cressley Cole Game Maker. Da haben ja auch schon ganz, ganz viele von euch gesagt, ihr seid endlich ein Cressley Cole Buch. Und ja, ich werde dieses Buch jetzt nächsten Monat im Oktober definitiv mitlesen. Das verspreche ich euch, dass ich endlich mal was von Cressley Cole gelesen habe. Und die Sonne, oh Gott, die Sonne kommt aber auch schnell hier rum. In diesem Buch geht es um Natalie Porter und eines Abends trifft sie in einer Bar einen atemberaubenden Mann. Sie ahnt noch nicht, dass diese Nacht ihr Leben verändern wird. Alexander Sebastian, was ist das denn für ein komischer Name, hat den Auftrag, sie nach Russland zu ihrem leiblichen Vater zu bringen, der erst vor kurzem von ihrer Existenz erfahren hat. Auf seinem Landsitz bei Moskau erwartet Natalie eine fremde Welt aus Reichtum und Verführung, denn Sebastian weckt eine dunkle Sehnsucht in ihr. Je mehr Zeit sie mit ihrem geheimnisvollen Beschützer verbringt, desto tiefer gerät sie in seinen gefährlichen Bann, bis ihre verbotene Leidenschaft füreinander sie beide zu überwältigen droht. Cressley Cole ist eine Meisterin aller Genres. Oh, jujujuju. Ich finde, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze so ist und was Alexander Sebastian so mit der lieben Natalie vorhat, ne? Bin gespannt. Wie gesagt, das lese ich nächsten Monat. Ich verspreche es euch. Dann habe ich noch bei einem Gewinnspiel auf Facebook mitgemacht vom HarperCollins Verlag. Die hatten jetzt so ein Gewinnspiel, weil sie 10.000 Follower jetzt auf Facebook haben. Das hat mich für den Verlag sehr, sehr gefreut, denn ich mag den Verlag sehr, sehr gern. Ich habe mit diesem Verlag bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Sie sind alle sehr, sehr nett dort. Und auf jeden Fall habe ich mitgemacht und habe gewonnen dieses Buch hier von Gina Showalter, Broken Hearts. Das ist, glaube ich, der 2. oder 3. Teil der Broken Hearts Reihe und in diesem Buch geht es um Beck Oakley. Und er kennt als Boss keine Gnade und es recht nicht als Liebhaber. Noch nie hat er mehr als eine Nacht mit derselben Frau verbracht. Schließlich ist eine schnelle Nummer für ihn die beste Strategie, die Dämonen seiner Vergangenheit in Zaum zu halten. Doch was nützt die beste Strategie, wenn sein Kopf und sein Körper es plötzlich anders wollen? Seit er das Foto einer Frau unter der Unterlage des vorherigen Hausbesitzers gefunden hat, kann er ihr Gesicht nicht vergessen. So weit, so gut, denkt er, denn plötzlich steht sie vor ihm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Wie gesagt, Gina Showalter ist ja auch die Autorin der Alice im Zombieland-Reihe. Die möchte ich ja auch unbedingt noch lesen. Die steht schon so lange auf meinem Wunschzettel, aber ihr wisst, Bücher kaufen und so, ne? Dann, oh, guck mal, geht man in die Buchhandlung. Oh, guck mal, ein schönes Buch. Ach, das nehme ich mal mit. Und dann denkt man sich so, oh, eigentlich hätte ich mal was auf meinem Wunschzettel kaufen müssen. Aber egal. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was Broken Hearts für mich bereithält. Und das war auch das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist im September. Meine Neuzugänge vom September. Es sind insgesamt 10 Bücher bei mir eingezogen. Wie gesagt, Cressley Cole werde ich nächsten Monat auf jeden Fall gleich lesen. Ich verspreche es euch. Und ja, die Sonne kommt jetzt hier ganz rum. Guck mal, ich habe einen voll weißen Arm. Und ja, falls ihr eins von den Büchern kennt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.